Was ist mit der Spitze? Wenn man sie da blöd spielt, kann man die kaputt machen. Das ist Sudan auf hohem Niveau, das ist eine Designentscheidung, die getroffen wurde. Ich danke euch allen so, jeder, der hier mitgearbeitet hat. Dem Spieltrieb, dem sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist halt nur die Art und Weise, wie ich arbeite, ja, hätte ich es anders halt gelöst. Wie oft musste ich hören, Reini, wann wirst denn du das Survival-Martin-Messer testen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen jetzt. Und zwar, ich habe das Messer in beiden Versionen. Einmal von der Firma Schmiedeglut zugeschickt. Dankeschön, das SBK 23 in Schmiedeglut Unlimited Damaszener Stahl. Und einmal vom guten Martin. Ja, nämlich die Survival Bushcraft Outdoor Prepper Version. Sandstrahlung mit C100 Stahl und einem G10 Griff. Und dabei ist auch eine Keile gescheide, die einen ja, Behälter, einen Überlebenscontainer für den Survival Kit mit dabei hat. Auch das findest du mit dabei. Achtung, das Ganze ist billige Eigenwerbung. Das bedeutet, ich gebe dir den Link zu Schmiedeglut, wo du die Messer bekommen kannst. Und dann gibt es eine Schmiedeglut Unlimited Edition. Das Ganze ist Damaststahl. Hier ist der Griff ein Carbon-Griff. Bei der Variante ist eine Standard-Keile gescheide mit dabei. Sitzt, passt. Jetzt hat man irgendwie die Qual der Wahl. Was ist die Idee hinter diesem Messer? Hä? Also der Haselnuss, der ist mehr als daumendick, aber ein bisschen mehr als daumendick. Und ja, einmal reinschlagen, rumsti. Also das Ding hat wirklich Zug und das liegt wahrscheinlich daran, dass es Kukre-ähnlich aufgebaut ist. Also dass die Schneidkante, die Haukante relativ weit vorne ist. Und somit kriegt man ein kompaktes Messer, das trotz alledem deutlichen Zug hat. Das Messer heißt ja SPK. Survival Prepper Knife. Ja, der gute Martin hat sich überlegt, eine One-Tool-Option. Es geht ja darum, dass du ein Messer mitnimmst und nicht wieder zwei, drei. Also ein Messer, das wirklich alles kann, das kein Spezialist in einem Bereich ist, sondern eben alles kann und zwar ausreichend gut kann, damit man dafür in Überlebenssituationen, egal wie die geartet sind, durchkommen kann. Und was ich gleich einmal dazu sagen kann, und das ist wirklich super, es gibt kein Chipping bei den Messern. Ich danke euch allen so. Jeder, der hier mitgearbeitet hat, kein Chipping, es ist so schön. Ja, weil das ist total unnötig, meiner Meinung nach. Aber ist ja egal, zurück zum Thema. Also als eierlegende Wollmilchsau muss es also schneiden können, es muss hacken und hauen können, es muss brechen können und es soll auch für Jagd und andere Einsatzgebiete taugen. Für Letzteres bin ich kein Experte. Aber all das andere Zeug, das schauen wir uns an. Schau, wie stabil das ganze Teil ist. Wasser, rumsti. Gefrorener Stock. Man sieht richtig, wie sich der Stahl mitbewegt. Gar nichts. Was ist mit der Spitze? Wenn man sie da blöd spielt, kann man die kaputt machen. Schauen wir mal. Da reißt nichts aus. Also zumindest nicht sofort, ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das 4000 Mal macht, aber jetzt so Standard-Survival-Arbeiten, nicht so richtig. Ich möchte hier dieses Holz zerlegen, weil da könnte eine Larve drin sein, damit ich die fressen kann. Essen, wollte ich sagen, verspeisen, die Nieren zur Mahlzeit einnehmen, was natürlich total Energieverschwendung ist. Aber gehen tut. Und was ich gleich bei den ersten Schnitten gemerkt habe, ist, das Ding beißt. Ich hätte das nicht erwartet. Ich glaube, wir sind bei 5 mm Klingenstahl und ich hätte nicht erwartet, dass dieses Teil so beißt. Auch die Damaszener Variante, ja, auch die, ja, das beißt einfach. Geil! Schöne Typen! Ich weiß nicht, wie viele Hiebe waren das jetzt, aber das ist auch super frische Hasel. Richtig schönen Zug. Und ich werde mir ein Lanyard hier drauf machen, denn dann kannst du es ganz weit hinten nehmen und hast es noch schön in der Hand und dann hast du noch mehr Zug. Also das ist wirklich schön ausbalanciert. Ich habe mit dem Messer ja schon das eine oder andere gemacht, zum Beispiel das Feuer hier hinter mir. Ich bin ein Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at und kann sagen,
dass ich positiv überrascht bin von der Hack- und Hauleistung, auch vom Brechen, das ist alles cool. Auch das Schneiden ist absolut genial, hätte ich nicht erwartet, hätte ich wirklich nicht erwartet. Es gibt nur einen Punkt und den möchte ich gleich am Anfang sagen, der mich ein bisschen nerven tut. Es ist diese Fingerjoil hier, dieser Zeigefinger. Fürs feine Arbeiten ist das eine tolle Sache, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern. Wenn du aber ein Powercutter bist wie ich oder auch mit dem Knie gerne das Messer ziehst, weil du halt schwache Armgelenke hast, dann ist dieses Fingerjoil irgendwie im Weg. Macht das Messer schlecht? Nein, überhaupt nicht. Das sollst du einfach nur wissen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Version ohne den Fingerjoil, mit weniger Ricasso. Und dann sage ich... Hä? Nein, das ist jetzt, wie man in Österreich sagt, Sudern auf hohem Niveau. Ja? Das ist Sudern auf hohem Niveau. Das ist eine Designentscheidung, die getroffen wurde. Und das macht das Messer jetzt per se nicht schlechter. Es ist halt nur die Art und Weise, wie ich arbeite. Ja, hätte ich es anders halt gelöst. Aber das ist wurscht. Wer fragt mich? Wer fragt mich? Bei der Survival Martin Version ist auch auf der Keidegscheide so ein Behälter mit dabei. Ich gehe davon aus, dass man hier sein eigenes Überlebensset, seine Ausrüstung mit reinpacken kann. Das könnte Zunder sein, das könnte etwas, ja, zum Beispiel eine Rettungsdecke sein oder irgendetwas anderes, damit man eben schnell Unterkunft hat. Es könnten Wasseraufbereitungstabletten sein, ja, oder irgendwas zum Fischen oder sonst irgendwas. Und ich finde die Idee, die finde ich gut, das finde ich wirklich schön gemacht. Und da muss ich dem Martin und Schmiedeklut wirklich ein großes Kompliment aussprechen, weil es ist wirklich brauchbar, das ist wirklich funktional und da passt auch wirklich was rein. Auch das Paracord hier rundherum finde ich schön gemacht, denn wir zum Beispiel, das ist billige Eigenwerbung, haben natürlich auch unseren eigenen Überlebenscontainer. Aber wenn ich mir den anschaue, der ist halt einfach... Nein, da passt nicht viel rein. Und das ist bei der Variante hier wirklich top. Also, das ist alle Achtung. Wenn du dir diesen Container mit dazu bestellst, dann ist der natürlich leer. Das heißt, du kannst den anpassen, so wie du ihn brauchst. Und ich möchte dazu sagen, da passt wirklich viel rein. Also, das kannst du, da kannst du spielen und macht auch irgendwie Spaß. Also, das Survival-Kit mal ein bisschen anpassen, dann rausgehen, damit trainieren und ein bisschen üben und dann sagen, das war Schaß und was Neues reingeben. Also, dem Spieltrieb, dem sind hier keine Grenzen gesetzt. Ja, außer was halt reinpasst. Natürlich gibt es das Ganze auch ohne den Survival-Kit mit einer klassischen Keidegscheide und da passt auch alles, was das sitzt, das ist bombenfest. Da gibt es nichts zum Sudern, nichts, gar nichts. Das Messer ist gekrümmt und erinnert dadurch irgendwie beim Hacken und Hauen an ein Kukri und dadurch hat es natürlich wirklich massiv Zug, massiv Zug. Hier hinten ist auch ein Lanyard-Loch mit dazu, damit man auch wirklich schön festhalten kann und dass man es nicht verliert. Das ist schön, das ist wirklich schön. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ist nicht 42A-konform. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man ein berechtigtes Interesse hat, glaube ich sogar in Deutschland, dass man das raus zum Bushcraften nehmen darf. Bei uns in Österreich sowieso egal. Aber ich finde es gut, dass hier kein Kompromiss gemacht wurde, zu sagen, okay, wir wollen ein 42A-konformes Messer, sondern wir wollen ein Messer bauen, das einfach was können muss. Und die Anforderung ist, hacken, hauen, brechen. Und für das ist es, obwohl es dann doch wieder relativ kompakt ist, sehr gut geeignet. Also eins möchte ich gleich sagen, wenn du diese sandgestrahlte Variante von Martin verwendest, dann wird das Messer relativ rasch Charakter kriegen. Was meine ich damit? Nur durch das Schnitzen, ja, in hier an Fichtenholz, arbeitet sich diese Sandbestrahlung, diese Beschichtung extrem schnell ab. Und beim Batonieren dann sowieso und überhaupt, das musst du bewusst sein. Das heißt, wenn du sowieso arbeiten willst und dem Messer Charakter und Charme geben willst, dann ist dir egal. Wenn du aber ihr sagst, okay, es soll in der Vitrine schön bleiben und wenn ich wirklich einmal was mache damit, dann soll es trotzdem schön bleiben, dann würde ich eher zu dieser Variante greifen, die auch wirklich sehr, sehr, sehr gelungen ist. Also das mit dem Damaststahl und dem Carbongriff ist schön, echt schön. Der Klingenstahl ragt etwas über den Griff hinaus. Ich gehe davon aus, dass dadurch Batonieren zum Beispiel oder wenn man draufschlägt auf den Griff, dass dann nicht gleich das Griffmaterial abbricht, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, Carbon habe ich jetzt zu wenig Erfahrung, stelle ich mir aber sehr hartnäckig vor, sehr hartnäckig. Ich finde es gut, dass der Survival Martin hier auf G10 Griffschalen gegangen ist und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Easy Messer, das ich ja auch sehr gerne hatte, ich glaube das 4er oder das 5er, egal, und da sind es diese Mercator Griffe und die brechen doch mitunter, wenn man sie sehr hart ran nimmt. Bei einem G10 Griff ist mir das noch nie passiert und daher glaube ich, dass das eine sehr, sehr gute Wahl war. Der Griff ist auch mit 3 Schrauben versehen, damit er wirklich alles hundertprozentig steht. Ich habe jetzt eingedroschen mit diesem Teil auf Holz, batoniert und die Griffschalen sitzen pipi fein. Da gibt es nichts zum Sudern. Wow. Feuerstahlbedienung mit dem Klingenrücken ist grundsätzlich auch möglich. Nur bei der beschichteten Variante keine Chance. Das ist genau dasselbe wie beim Easy Messer. Aber deswegen ist bei dem Feuerstahl auch ein Schaber mit dabei. Bei der Inox-Variante mit diesem Damaszener funktioniert das ja eh einwandfrei. Und wenn du diese Survival Edition haben willst, nimmst du einen Striker mit und gut ist. Das Lanyard-Loch ist ausgespart, das bedeutet, es steht etwas vom Klingenstahl heraus. Das kann man auch als Nothammer oder Meinungsverstärker benutzen. Also da gibt es auch überhaupt nichts zum Sempern. Und ich muss das einmal noch sagen.
Ich bin überrascht, wie gut dieser fette Brummer schneidet. Also das ist wirklich, wirklich abartig gut. Wirklich. Ganz konkret gesagt, ich hätte mir das nicht gedacht. Also als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, wird super zum Haken an und brechen sein. Aber das so gut schneidet, Hut ab. Ich habe jetzt keine Langzeiterfahrung, das heißt, ich kann nicht sagen, wie lang dieser C100 Stahl, mit dem ich mich auch überhaupt nicht auskenne, aber wenn du dich auskennst, dann schreib gerne einen Kommentar, warum dieser C100 Stahl gut oder schlecht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Teil scharf bleiben wird, wie man es nachschärft, wie gut das funktionieren wird. Das werden wir in einem Langzeittest rausfinden. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr, sehr brauchbar. Welche der beiden Versionen ist die bessere Wahl? Kann ich nicht sagen. Also ich gehe davon aus, dass dieser Stahl hier etwas zäher ist als der Damaststahl. Schneiden tun sie beide wie Hölle. Ich glaube auch, dass in der Klingengeometrie keine Unterschiede sind. Vom Material her Carbon, hier G10. Lieferumfang ist ja etwas anders. Also das musst du für dich selbst entscheiden. Das Messer wird länger schön bleiben. Hier geht die Beschichtung nach einiger Zeit runter. Feuerstahlbedienung möglich, Feuerstahlbedienung nicht möglich. Ich weiß es nicht. Ich kann dann nur sagen, ich weiß es nicht. Entscheid du. Aber schreib mir, welches der beiden Versionen gefällt dir besser? Und wo glaubst du, ist mal langfristig als Survivalist und Bushcrafter besser aufgehoben? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Du halt bedenken, hier ist mehr Zubehör dabei. Du kannst es mehr in eine Survival-Ausrüstung verwandeln. Das finde ich gut. Und hier ist es halt einfach ein Messer mit einer Kettenscheide. Für die Fangemeinde vom Survival Martin ist das natürlich eine schöne Sache, weil es ein Fanmesser gibt. Sagt, ja, das ist vom Survival Martin, das ist von seinem Design. Das ist cool. Aber das Messer taugt auch was. Ja, das Messer taugt auch was. Und das ist das Schöne dabei, dass es eben nicht nur ein Sammelgegenstand ist, wo man sagt, das schaut schön aus. Und ja, habe ich halt jetzt, sondern auch wirklich brauchbar ist. Und ich glaube, dass das auch sein Anspruch war. Und noch einmal danke, dass ihr Chimping eingebaut habt. Das ist so super. Und vom Design her, man kann es gut oder schlecht finden. Man kann es schön oder schier finden. Vollkommen egal. Aber es funktioniert und darauf kommt es ja an. Wenn du so einen Teil haben willst, gebe ich dir billige Eigenwerbung, den Link auf Schmiedeglut. Da kriege ich das eine oder andere Prozentpünktchen, wenn du so ein Teil bei denen kaufst. Also da sage ich jetzt schon Danke dazu. Danke an den Martin, dass ich das testen durfte und auch an Schmiedeglut, dass ich das testen durfte. Wir werden einen Langzeittest machen und dann einfach schauen, was dabei rauskommt. Und denk dran. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.